Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Gründer und Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem circa 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats April 2024 für den Aszendenten Steinbock anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir mit der Deutung für den April 2024 gleich loslegen. Und zwar, erstens, Deutung wie immer anhand des Aszendenten Steinbock, nicht anhand Ihres Sonnenzeichen Steinbock. Das bedeutet, Sie müssen Ihren Aszendenten kennen. Sollten Sie diesen nicht wissen, finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop mit dem tropischen Tierkreis erstellen können. Und das Symbol im ersten Haus zeigt dann Ihren Aszendenten an, der für diese Deutung hier zugrunde gelegt wird. Dann zweitens, und zwar meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ja auch in der vedischen Astrologie tätig ist als Astrologin. Sie bietet ab dem 27. März bis 5. April einen Selbsterkenntnis-Frühjahrsmarkt an. Und zwar bietet sie darin vedische Horoskope an, ja, die natürlich wertvolle Impulse für ihr Leben enthalten, gerade insbesondere in diesen Zeiten. Man kann nicht genug über sich lernen und Orientierungshilfen bekommen aus einer höheren Schau. Das ist von daher sehr wertvoll. Und diese vedischen Horoskope, da wird eine bestimmte Stückzahl vergünstigt angeboten. Link dazu unterhalb in der Videobeschreibung. Bitte beachten Sie, dass aber der Markt erst ab dem 27. März geöffnet wird. Dann geht es auch schon los. Hier haben wir Ihren Chart, dann den Stand der Planeten am 1.4.2024. Ich beginne mit den langsam laufenden Planeten, ja üblicherweise Saturn, Jupiter und Rahu, Ketu. Denn die brauchen ja immer ein Jahr bis ca. 2,5 Jahre, bis sie durch ein Zeichen hindurch sind. Dieses Mal haben wir aber die Besonderheit, wie Sie schon sehen, dass diese meisten Faktoren hier, vor allem Saturn und Rahu, nicht alleine in ihrem Zeichen stehen, sondern durch andere Planeten beeinflusst werden, sodass ich dieses Mal die Deutung so aufbaue, mehr auch das Zusammenwirken dieser Faktoren mit den anderen Planeten in diesem Zeichen zu beschreiben. Ich beginne mit Saturn. Saturn ist seit Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2026 mit einigen Unterbrechungen im Zeichen Fische. Darin haben sie ihr drittes Haus. Bis zum 6. April noch ist die Venus auch darin, also haben wir eine Saturn-Venus-Konjunktion und wir haben Mars, der ist seit 23. März in den Fischen und wird darin bis 1. Mai sein. Nun ist es so, dass eine Saturn-Mars-Konjunktion keine so einfache Sache ist, weil diese beiden Planeten, die können es überhaupt nicht miteinander. Ja? Die sind Planeten, die Stress machen, ja? Wo sie sind. Und da die sich jetzt gegenseitig auch noch nicht unterstützen, eher blockieren und gegenseitig verletzen, ist die Stressqualität in dem Haus, in dem die stehen, in ihrem Horoskop eher noch größer. Also sprich ihr drittes Haus. Das bedeutet, jetzt schon mal von daher, da sie ja auch Saturn sind, denn Steinbock wird ja regiert durch den Planeten Saturn und sie haben ja da länger diese Position in Haus 3, jetzt kommt dieser Mars, der aber eine Störung ja, für Saturn darstellt. Das heißt, man kommt jetzt nicht so weiter mit seinen Dingen. Ja? Irgendwie kommt was in die Quere, ja? Sodass man sich blockiert, gestört, gestresst, genervt fühlt. Ja? Umgekehrt ist aber auch der Saturn ein Blockierer für den Mars.
das kann mit den unterschiedlichsten Themen zusammenhängen. Ja, da kann es um die Arbeit gehen oder dass sie mit ihren Projekten nicht so weiterkommen. Es kann Stress mit der Wohnsituation geben. Mars regiert ja auch übrigens das vierte Haus. Mit der Heimat ist ja auch das vierte Haus. Ja. Stress mit dem häuslichen Frieden, Stress mit Mutterthemen, ja, oder der Beziehung zur Mutter, ja, oder für die Mutter selber ist eine etwas schwierigere Zeit. Das heißt, diese Konjunktion Saturn-Mars ist eine stressvollere Konstellation. Entscheidend dabei ist aber ja immer, wie gehen Sie damit um? Ja? Das ist ja die springende Frage. Weil Saturn-Mars-Konjunktion haben wir jetzt für alle Menschen auf der Welt, natürlich in anderen Häusern, ja, aber alle erleben das, diese Konjunktion aus dem Zeichen Fische heraus. Nur wirkt sich es halt in unterschiedlichen Lebensbereichen stärker oder weniger aus. Die spannende Frage für uns alle bleibt, ja, auch wenn das, weil es kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass diese Konstellation eben natürlich auch in der Welt Veränderungen bringt, die mehr Druck erzeugen, wodurch der Stress auch größer wird, auch im privaten Bereich, im familiären Bereich, ja, Ängste vielleicht stärker entstehen. Und die spannende Frage, ja, da habe ich den Satz abgebrochen, bleibt ja, wie gehen Sie damit um? Denn der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich ja mehr dann, wenn er unter Druck gerät. Ja? Wie sind wir denn dann drauf? Ja? Wie gehen wir denn dann mit unseren Mitmenschen, mit unseren Familienmitgliedern, Angehörigen, Menschen, für die wir verantwortlich sind, um? Und gehen wir da mit unserem Feuer, mit unserem Frust, ja, mit unserem Ärger nach draußen, dass der andere in die Dusche bekommt? Oder haben wir es gelernt, inneren Frieden zu kultivieren, in der Liebe zu bleiben und auch so viel Selbstbeherrschung zu haben, ja, dass wir meinetwegen die Gefühle, die wir natürlich auch erfahren, meinetwegen Enttäuschung oder Ärger oder was auch immer, positiv kanalisieren können, dass wir halt stattdessen von mir aus eine Runde joggen gehen oder einen Waldspaziergang machen oder sagen, ich mache jetzt mal, ich tue jetzt Holzhacken. Ja? So, das bedeutet, Mars Saturn in Haus 3 kann jetzt auch anzeigen, dass zum Beispiel mit Geschwisterthemen mehr Stress gibt oder dass für Geschwister irgendwie eine schwierigere Zeit geben kann. Ja? Mars hat ja auch was mit Sport und Bewegung zu tun, genauso wie das dritte Haus. Ja? Aber vielleicht geht eben da auch etwas nicht so, wie es gehen soll. Ja? Generell natürlich die Devise lautet bei einer Saturn-Mars-Konjunktion nicht impulsiv handeln, die Dinge langsam tun, überlegt tun, weil natürlich kollektiv, was im Äther ist, ja, bitte soll jetzt niemanden Angst machen, aber nur vom Verständnis ist es einfach so, dass Mars, Saturn auch eine erhöhte Verletzungsgefahr mit sich bringt oder Unfallrisiken. Ja. Man konnte nachweisen, dass solche Konstellationen dazu neigen, ja, weil wenn Sie da mal schauen, ja, was zum Beispiel immer so ist, wenn Saturn-Mars-Konjunktionen sind, das sind eher Zeiten, wo halt gewisse Dinge aus dem, ja, Ruder laufen können, ja, wo man das Gefühl hat, man jetzt verliert die Kontrolle ein Stück weit darüber, ja. Und dann kommen wir unter Stress, ja. Und wie gehen wir aber dann wieder mit dem Stress um? So können Sie viel über Ihr Ego lernen, drittes Haus, in der Situation oder wie Sie auch reagieren oder wie Sie damit umgehen. Ja? Nun ist die Venus noch bis zum 6. April in dieser Position, die geht aber dann raus ins vierte Haus, dann haben wir allein diese Konjunktion von diesen beiden Planeten. Ja? Das kann auch sein, dass Sie ganz hart arbeiten müssen, ja, dass Sie an Ihre Belastungsgrenzen kommen, dass Sie bis ans Limit gehen zur Erschöpfung, was Sie arbeiten müssen. Ja. Auch das kann sich zum Beispiel so zeigen. Ja. Auf alle Fälle eine besondere Zeit, dieser April, durch die es gilt, jetzt wirklich mit geradem Rückgrat und Mut und trotzdem Zuversicht hindurchzugehen.
Denn das dritte Haus steht eben auch für Mut, Mars steht auch für Mut und so will jetzt auch ein Stück weit Mut im Angesicht von Blockaden entwickelt werden. Und mutig ist ja nicht der, der sagt, ich bin mutig, sondern mutig ist der, der im Angesicht von Schwierigkeiten, Gegnern, Stressfaktoren trotzdem mutig seinen Weg weitergeht. Okay, wir kommen nun zu Jupiter in Haus 5, der ist ja von Mai 2023 bis 24. Mai 2024 dort. Im fünften Haus wird er allein sein bis 20. April noch, dann kommt die Sonne dazu. Also insofern keine Veränderung zu den Vormonaten. Jupiter in Haus 5 begünstigt, ich sage jetzt mal, die Beziehung mit den Kindern, ja, kann fördern einen Zuwachs an Lebensfreude oder an einem Verständnis, was ihre Individualität ausmacht. Sie finden mehr Freude darin, ihre Talente und Neigungen aufzuspüren. Sie erkennen mehr Sinn darin, sich vielleicht mit der Spiritualität mehr zu beschäftigen zu wollen. Und es ist auch ein guter Schutzfaktor, wenn Jupiter, den Jupiter aus dieser Position auch ihren Aszendenten aspektiert. Nun komme ich zum vierten Haus, weil da sehen Sie schon drin, da ist eine Menge los. Ja, da haben wir hier vier Planeten. Ja, der Widder ist stark besetzt, also ihr viertes Haus. Außerdem, schauen Sie mal, der Neumond am 8. April ist auch noch im Widder. Das bedeutet, an bestimmten Tagen haben wir sogar fünf Planeten im Widder, ihrem vierten Haus. Und zum Neumond sei gleich noch gesagt, da kommt auch eine Sonnenfinsternis mit dazu, die den Widder noch bedeutungsvoller macht. Bitte beachten Sie, dass am Tag der Finsternis, also 8. April und auch drei Tage davor und drei Tage danach, es nicht gut ist, mit einer Sache von großer Bedeutung neu zu beginnen. Meinetwegen einen Heiratstag an diese Tage zu legen oder eine Firmengründung oder einen Notarvertrag für einen Immobilienkauf oder irgendwie sowas, weil die Erfolgsaussichten Ihres neu gestarteten Projekts würden unter Ihren Erwartungen bleiben können. Stattdessen sind natürlich Neumond, Finsternis, Vollmond, das sind Tage, die sehr gut sind für die innere Einkehr, die Besinnung, die Meditation, der Gedenken, des Gedenkens an die verstorbenen Vorfahren, so zumindest die Veden. Nun nimmt der Neumond ja wieder zu, deswegen tun wir den jetzt hier weg. Und dann haben wir eben diese vier Planeten jetzt im vierten Haus. Und jetzt komme ich auch zu Rahu. Rahu in Haus 4 macht jetzt noch Schwächen auf, wie es um ihre Persönlichkeitsentwicklung steht. Dazu kreiert er aber auch gewisse Spannungen, die man erstmal auf einer äußeren Ebene mehr wahrnimmt, ja, mit der Wohnsituation, vielleicht mit der Beziehung zur Mutter oder vielleicht hat die Mutter eine etwas schwierigere Zeit oder mit dem Thema Immobilien, mit dem Thema Wohlstand und Vermögen, auch das ist ein Thema des vierten Hauses oder mit dem Thema Fahrzeuge, die machen ja das Leben auch leichter, wenn man ein Auto hat. Also das vierte Haus hat auch was mit Luxus zu tun, angenehm leben zu können, schönes Zuhause zu haben, gemütliche häusliche Atmosphäre, schöne Heimat, ja, das sind alles Dinge, die das Leben angenehmer machen. Und natürlich, wenn das Leben angenehmer ist, dann begünstigt es auch, dass man mehr die innere Arbeit tun kann, also Persönlichkeitsentwicklung betreiben kann und diese Dinge. Jetzt haben wir aber diese vier Planeten da drin. Das bedeutet, auch mit der Sonne dazu, dass es einen noch stärkeren Fokus bekommt. Von daher haben wir jetzt bei Ihnen eben nicht so den Fokus auf der Arbeit, sondern dass Sie mehr in Richtung schauen, was ist denn zu Hause los, ja? Wie geht es in meiner Heimat, wie läuft meine Persönlichkeitsentwicklung, wie weit ist es mir gelungen, inneren Frieden zu kultivieren. Und ich sage es auch nochmal, ja, jetzt auch mit dieser Mars-Saturn-Konjunktion, das vierte Haus steht auch für den inneren Frieden, für die Emotionen.
Wie ist es da bei Ihnen, ja, wenn eben Dinge nicht kontrollierbar sind, wenn Dinge stressiger sind? Wie gehen Sie eben damit um? Ja? Weil Sie wissen ja, da kann man ja mal merken, eine sagt, ah ja, dann trinke ich ein Glas Wein mehr, dann geht das schon wieder weg, dann ist er raucht vielleicht mehr, ein anderer macht andere ungesunde, unvernünftige Dinge, die er kompensieren. Und das kann man eben dann an sich beobachten und sollte man auch an sich beobachten, wenn Zeiten druckvoller sind. Diese vier Planeten in Haus 4 drückt also aus, dass es ein gesteigertes Interesse an häuslichen Themen gibt, an der Heimat und dass man sich überlegt, wie kann man da künftig weiter damit verfahren. Vielleicht haben Sie mehr Begegnung mit der Mutter oder Mutterthemen kommen mehr auf. Sie haben aber auch mehr Zugang zu ihrem zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil sie immer mehr erkennen und verstehen, dass die Lösung aller Probleme letztlich innen liegen, ja? Weil das, was uns im Außen in den meisten Fällen begegnet, ist ja ein Spiegel unseres inneren Zustandes. Und so mit dem Planeten, Merkur steht für Lernen, Venus steht für Freude daran haben, ja? Rahu legt den Fokus auf das vierte Haus, die Sonne sind sie in Aktion, ja? Ist an sich das vierte Haus, was das erste der drei spirituellen Häuser ist, wo unsere spirituellen Handlungen beginnen, weil wir Persönlichkeitsentwicklung machen, ein sehr stark betonter Fokus zu erkennen. Ja? Ja, vielleicht nehmen Sie eben neue Vorsätze für das neue solare Jahr, dass Sie eben mehr in dem Bereich tun wollen. Ausgelöst aber auch aus der Erkenntnis, dass sie bestimmte Dinge nicht beeinflussen können, die im Außen passieren. Ja? Sei es jetzt mit der Entwicklung in der Heimat, was passiert in Deutschland, Österreich, Schweiz, was passiert mit Wohnsituationen. Ja? Das ist, manche Dinge sind nicht mehr kontrollierbar. Und jetzt ist halt die Frage, ja, was macht man? Und dann geht es halt um die innere Qualität, das innere Königreich, das einem da hilft, mit den Zuständen besser klarzukommen. Okay, dann noch die Sonne, die geht ja dann am 20. raus in das fünfte Haus. Das wird dann wohl mehr ein Thema, wenn wir über den Mai reden, weil die Sonne wird dort auch die ersten drei Wochen noch sein im Mai. Außerdem haben wir noch den Vollmond am 23. April in Haus 11. Vollmond ist eine Qualität, die auch was geben kann, die einen Zuwachs bringen kann. Ja, vielleicht kommt eine Freundschaft neue zu Ihnen oder ergibt sich ein neuer interessanter Kontakt aus einer Gruppe heraus, wodurch Sie mehr mit Gleichgesinnten in Kontakt sind oder Sie schließen sich einer Gruppe an. Solche Dinge wären unter dem Vollmond in Haus 11 auch gut möglich. Okay, das wäre es gewesen. Der April 2024 für Sie als Aszendent Steinbock.